Hi, ich bin Ernestina und stehe gerade in der Station Zeitenraum. Hier wird gezeigt, wie sich die Erdgeschichte in 12 Stunden darstellt. Und wie das passiert, schauen wir uns jetzt an. Dann begeben wir uns einmal auf eine Reise durch die Zeit. Die Entstehung der Erde, wie wir sie heute kennen, begann vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Eine lange, lange Zeit. Stellen wir uns mal vor, diese lange Zeit sei nur 12 Stunden. Einmal rund ums Ziffernblatt. Die Chira Jugendakademie hat das getan und festgestellt, wir brauchen eine Lupe. In den ersten 10 Stunden und 50 Minuten passiert so gut wie nichts. Fast forward. Vor etwa 545 Millionen Jahren entstand erstmals Leben auf der Erde, so wie wir es kennen. Man nennt den Zeitpunkt auch Explosion. Plötzlich entwickelt sich das Leben explosionsartig. Zu Beginn dieser Zeit war es weltweit sehr heiß und auf allen Kontinenten gab es ausgedehnte Wüsten. Es entstanden zum Beispiel Haie und ein Vorfahre der Wirbeltiere. 11.20 Uhr. Die Dinosaurier erobern unseren Planeten, bis sie plötzlich so gut wie alle aussterben. Ob es einem Meteoriteneinschlag oder Vulkanausbrüchen geschuldet war, weiß niemand so genau. 11.59 Uhr. Die ersten Säugetiere entstehen und es gibt immer mehr Differenzierungen zwischen den einzelnen Tierarten. Als sich nach dem Eiszeitalter die Temperatur eingependelt hatte, gab es erstmals Vorfahren des heutigen Menschen. Erst in den letzten 2 Sekunden der 12 Stunden bevölkert der heutige Mensch den Planeten. Noch ist nicht klar, wie gut die Zukunft für den Homo sapiens aussieht. In der kurzen Zeit hat er viel an seinem Lebensraum zerstört.